Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Mit meiner süßen Luna sind wir ja schon in Generation 4 und sie muss gerade ganz, ganz, ganz dringend auf Toilette. Hunger hat sie auch und wir werden sie erst unten in der Küche wieder treffen, denn ich habe immer noch diese No-Mosaik-Mod drin und möchte dann nicht im Schnitt dauernd irgendwas zensieren, ne? Ja, also das Problem hier besteht immer noch bei mir. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat noch irgendjemand anders das Problem und kann mir das in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr lieb, weil kein Plan, warum das so ist. Aber naja, es ist halt so. Es nervt mich schon ein bisschen, weil man erst wirklich gegen Ende sieht, dass da irgendwas los ist. Man könnte vielleicht hier so einen Strich erahnen, aber das bleibt trotzdem grün. Ich weiß nicht warum. Ja, jetzt warten wir erstmal, bis sie in die Küche kommt und dann gibt es Frühstück. Und natürlich hat unsere Maus. Moment. So, jetzt aber. Unsere Maus hat Geburtstag. Ich hatte es für eine andere Aufnahme kurz das Altern ausgemacht. In einem anderen Spielstand. Hat aber wohl auch hier gegriffen. Und ja, sie hat Geburtstag heute. Und den werden wir natürlich, 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 natürlich groß feiern. Ja, und wir haben immer noch nichts von Connor gehört. Okay, sie hat ja auch nur geschlafen, ne? Aber trotzdem, es wurmt mich schon ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben. Warum ist das so? Warum will er nichts mit ihr zu tun haben oder so? Sie möchte was essen, das können wir dir erfüllen, das auch. Und du möchtest 4 Stunden glücklich sein. Ja, ich denke, das kriegen wir auch irgendwie hin, hoffe ich zumindest. Du isst ja jetzt erstmal was. Dann geht es dir ja auch schon besser. Draußen regnet es, dann wäre ich ein sehr unglücklicher Mensch, aber nun gut. So. Ach Mist, ich habe auch die Headlines-Effekte weg. Ach egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Die meisten Menschen kenne ich ja mit Namen, hoffe ich zumindest. Sonst wird es ein bisschen peinlich. Vielleicht auf der Geburtstagsparty werde ich mit dem einen oder anderen Probleme haben. Aber auch das lässt sich dann irgendwie lösen, ne? So, Obstsalat fertig, dann lassen dir schmecken, meine Süße. Und dann würde ich aber erstmal sagen, wir machen noch was fertig. Sie hat nämlich in der Nacht war sie mal kurz auf und da habe ich sie ein Buch anfangen lassen zu schreiben. Das mochte sie ja, muss sie ja machen für die Challenge. Was musst du hier noch machen? Klavier spielen. Haben wir ein Klavier? Moment, ich glaube mal hier in dem Raum. Ja, genau. Dann lassen wir dich einmal kurz hier üben. Ist so ein Keyboard und kein Klavier. Ich hoffe, es klappt trotzdem irgendwie. Vielleicht müssen wir dich ein bisschen. So. Sonst kann sie sich nicht hinsetzen. Wir werden dich begleiten mit deinen geilen Socken. 10 Socken sind das normalerweise, ne? Lass deine 10 mal sehen. Lass deine 10 mal. Nee, das sind sie nicht. Okay, da sind das andere. Aber die hat Sims auch, so 10 Socken irgendwie. Finde ich auch voll witzig. Jetzt bin ich gespannt, ob das zählt. Ja, es zählt. Wie schön. Na gut, dann übt du noch mal ein bisschen. Sie ist ein sehr, sehr, sehr kreativer Sim, muss ich sagen. Sie probiert sehr gerne Neues aus. Mittlerer Ring, Lama fortsetzen. Hö, was ist das denn? Okay. Wir lassen sie noch ein bisschen hier üben. Und wie klingt's? Na, es könnte auch schon besser sein, ne? Wir sehen uns gleich wieder, wenn sie fertig ist. Ah, ich weiß, was sie jetzt hier fertig machen möchte. Ihr Stickprojekt hat die Klavierfähigkeit erworben, okay. Und jetzt möchte sie weiter sticken. Ein Buch zu Ende schreiben, ja, das können wir auch jetzt machen. Da seht ihr, jetzt stickt sie hier fertig. Ein Lama. Er kam nicht gut an meinen Briefkasten ran. Okay, das ist aber kein Ding. Ich guck mal, steht hier unten ein PC? Nee, da muss ich hoch, ne? Ja, dann machen wir das auch mal gleich. Gehen wir mal hier hin. Ja, komm, wir nehmen den PC. In ihrem Zimmer steht ein kleines Tablet. Und werden dann hier schreiben und weiterschreiben. So schaffst du deinen Abschluss vor dem Abschluss. Genau. Bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt, wenn sie es fertig hat. Wir lassen hier mal ein bisschen spulen, damit sie schneller fertig ist.
Okay, sie hat den Ring eingepackt und geht jetzt erstmal weiter schreiben. Das finde ich gut. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, muss sie nicht mehr so viel schreiben für dieses Buch. Schaut mal ihre tollen Bilder. Ist es nicht hübsch? Ist das nicht schön? Ich finde schon. Hallo, meine hübsche Maus. Oh, ich finde sie so schön. Ich bin mal gespannt. Sehr viel verändern wird sie sich ja nicht, wenn sie jetzt altert, aber wir könnten sie ein bisschen umstylen vielleicht. Sie ist dann eine junge Erwachsene, ne? Finian ruft an. Finian möchte vorbeikommen. Ist das in Ordnung? Klar. Komm vorbei, Finian. Der Connor möchte ja nichts mit uns zu tun haben, dann komm du. Jetzt steht er bestimmt schon vor der Tür, ne? Lass mal gucken. Nee, noch nicht. Ach, da ist er aber schon. Hallo. Hallo, hallo. Ja, schön. Wartet, ich muss das jetzt so machen. Kann ich ihn hereinbitten? Okay. Naja, ich weiß nicht. Wo denn? Hier. Sie ist aber gerade irgendwie da, ne? Smalltalk und dann. Ja, hier, lern ihn doch einfach mal kennen. Wo bist du denn? Ich dachte, ach so, das Licht war wegen Bu. Okay, komm, hör mal auf. Wir werden das hier aber speichern. So, kannst du anpinnen? Kannst du ihn auch an? Oh, cool, man kann ein Paar anpinnen. Das finde ich ja mal richtig, richtig gut. Er konnte dann nicht vor der Tür warten. Das ist schon mal hochgelaufen gekommen. Na gut, dann reden sie halt jetzt hier. Und dann könnt ihr euch ja mal ein bisschen hier erzählen, mal über eine Idee. Und dann könnt ihr ja über neueste Spiele reden und über Kochen. Und dann könnt ihr ja auch. Wie viel Uhr haben wir? Halb drei? Ja, gleich können wir die Geburtstags. Hier vom Erwachsenwerden schwärmen. Oh wow, dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Luna ist total verknallt in Finian. Okay. Das ist vom Spiel. Dazu habe ich keine Mod oder so drin. Das ist hier. Wartet mal. Da ist der Connor. Da kann man es sehen. Ich hoffe, Profil öffnen. Gefühle von Luna gegenüber Connor ist eine Schwärmerei. Und der Connor hat keine Gefühle für sie. Und jetzt gucken wir uns mal Finian an. Die sind auch gut kompatibel. Und Gefühle von Luna gegenüber Finian ist auch eine Schwärmerei. Okay. Aber wie ihr sehen könnt, voll. Also wirklich. Luna ist total verschossen in Finian. Und was stand denn bei Connor? Jetzt muss ich mal gucken. Da ist nämlich nicht so viel. Doch auch. Verliebtheit. Schwärmerei. Aber das Ding ist nur halb gefüllt. Das ist nicht ganz grün, wie hier bei Finian. Ja, okay. Man kann das ja einfach mal so laufen lassen und gucken, was dabei rumkommt. Oh, es tut mir leid. Aber ich glaube, er ist nicht so angetan von hier und denkt sich so, oh mein Gott, oh mein Gott, schnell weg hier. Renn, solange du noch kannst, renn. Das ist gerade voll witzig, tut mir leid. Na gut, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal deine Geburtstagsparty planen? Okay, so, ich muss jetzt nicht mehr lachen, aber dafür muss jetzt die Luna lachen und sie hat sich ein Essen bestellt, also beziehungsweise sie hat sich Kuchen bestellt, um ihren Geburtstag zu feiern. Genau. Sie hat keine Lust, sich selbst einen Kuchen zu backen und hat beschlossen, sich einen zu bestellen. Und sie möchte jetzt weiter mit Finian plaudern. Okay, sehr schön. Dann plaudert mal ihr zwei. Und wir warten dann hier auf den Kuchen, beziehungsweise wir können ja auch schon die Geburtstagsfeier planen. Und zwar werden wir. Oh, ich weiß nie, wo das ist. Ach ja, das ist so schön, wenn man null Ahnung vom Spiel hat. Ich verstehe nicht, warum mir das dauernd passiert. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Hier, ja, da ein gesellschaftliches Ereignis planen. Ich habe jetzt euer Vorhaben unterbrochen, es tut mir leid. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich möchte. Und werden wir eine Geburtstagsparty feiern? Einladen, natürlich bist das du, Luna. Und wir werden einladen die Alessia, den Kyle, den Luca, Annika. Ah, ich muss aufpassen, das muss ich zwei machen, ne?
Wartet mal. Okay, also ich habe ihre zwei Papas eingeladen, dann ihre Cousinen. Lena konnte ich leider nicht mehr dazu einladen. Es war kein Platz mehr. Genau wie andere Familienmitglieder, aber die Mama auch noch. Und dann natürlich hier den Connor und all die anderen Jungs, die mir so zugestellt wurden, sind natürlich auch eingeladen. Und das machen wir zu Hause. Da genau. In der Luna-Residenz. Oh. Oh, schon geht die Party los. Yay! Hauptziel sind Kerzen ausblasen. 3 Stunden mit dem Geburtstagskind Kontakte knüpfen. Oh, was denn jetzt? Warum streitet ihr? Warum denn? Okay. Alles klar, alles klar. So, wer bist du? Das ist Grazia. Grazia, was machst du denn hier? Jetzt schleicht sie sogar schon in einen anderen Haushalt. So witzig. Die zwei streiten immer noch. Was ist denn bei denen los? Ich werde erstmal Zutritt gestatten für. Oh, für alle. Aufschließen. So. Dann können nämlich alle reinkommen. Und wir werden dir dein Essen abnehmen. Oh, ey, die streiten ganz schlimm da drin. Oh. Ich dachte, das könnte vielleicht was werden hier mit euch. Aber scheinbar nicht. Okay, ich lasse sie einfach mal. Mäuschen, würdest du bitte den Kuchen nehmen? Das hat sie bestimmt verloren. Ja, sie hat den Streit verloren. Okay, kannst du mal den Kuchen abnehmen hier und dich bei ihr bedanken? Dankeschön für den leckeren Kuchen, Supi, sehr nett. Oh, jetzt hat sie ihn fast fallen gelassen. Habt ihr das gesehen? Was machst du jetzt damit? Essen ablegen. Und wo legst du das Essen ab? Ich muss das beobachten. Oh, Bu ist auch nicht glücklich mit ihm. Okay, dann wird's wohl auch nicht Finien werden. Oh, wer wird's, wer wird's? Warum läufst du jetzt raus damit? Hallo, hallo. Luna, wo stellst denn du den Kuchen ab? Ach, hier draußen. Okay, naja, ist auch eine Idee. Ich nehme ihn dann aber wieder mit rein, ja? So. Und wir stellen ihn jetzt einfach mal hier hin vielleicht. So. Dann kannst du hier Geburtstagskerzen hinzufügen. Schnell, bevor ihn jemand anmampft. Bleib von meinem. Nein. Vergiss es. Okay. Entschuldigung. Da habe ich jetzt kurz Schnappatmung bekommen, weil ich dachte, sie wolle sich ein Stück Kuchen nehmen. Okay, der Finian versucht sich hier schon mit den zukünftigen, vielleicht Schwiegereltern irgendwie gut zu stellen, aber naja, das funktioniert auch nicht. Sie möchte mit Annika reden, genau. Gut, dass ich mir den Namen irgendwie doch merken kann. Aber wo sind sie denn alle? Ach, Annika steht noch hier vor der Tür. Ah, da haben wir Elon, okay. Aber gehen die alle hoch? Sind die alle hier oben? Lass mich mal alle suchen. Was macht ihr alle hier oben? Was treibt ihr alle hier? Gar nichts. Doch, da ist Chase und hier haben wir. Oh, sorry, Namen vergessen. Popcorn? Ich habe keine Ahnung, was die alle hier oben treiben. Wünscht ihr etwas? Und wer pustet dann deine Kerzen aus? Genau. Ist da leider keiner dabei, der dir dann hier, außer deinen Eltern. Und der Samuel, ich glaube, das ist der Samuel, ja, genau. Wartet, ich möchte aber ein Bildchen von ihr haben, wenn sie das macht. Genau. So. Was wünschst du dir denn? Was wünschst du dir? Los! Yay! Wuhu! Und da ist sie älter geworden. Noch nicht, aber jetzt spring! Spring und dreh dich! Luna ist älter geworden. Oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Oh nein, Moment, da muss ich aber jetzt mal gucken, was das für ein Bestreben sein soll. Okay, ist kein bestimmtes gewünscht. Dann werde ich ihr etwas aussuchen, was damit zu tun hat. Ich glaube, ich werde mit der Bestseller-Autorin beginnen und dann mal gucken, wie weit wir da kommen.
Weil beides muss sie eigentlich tun, ne? Autorin und Bilder malen. Ja, deswegen, was haben wir hier? Fröhlich, kreativ und dann könnte sie ja noch sein. Was würde ihr helfen? Wir werden ihr denn das Merkmal Überfliegerin geben, weil die schneller die Merkmale aufbauen. So, unsere Luna ist nun endlich junge Erwachsene. Juhu! Nicht wieder Kerzen auspusten, ja? Jetzt kannst du alle zum Essen rufen. Und ja, oh, es wird bald mit der Post geschickt. Sie bekommt lauter Geschenke, wie toll. Da freue ich mich. Und dann kannst du hier für Kommen danken und über Interessen reden. Genau. Hallo, hallo, da haben wir den. E das ist der. Ach nee, das ist der Jared, oder? Wartet, das ist so schwer zu erkennen. Doch, ist der Jared, genau. Schön. Kommen jetzt alle. Ja, jetzt kommt. Da ist der Samuel. Das ist der Samuel. Genau. Habe ich vertauscht. Sorry. Na gut, die anderen zwei Jungs gehen schon wieder. Da ist auch Luca. Super. Ich freue mich darüber sehr. Ich glaube, mit dem Luca gehen wir gleich noch hoch ein Bild malen. Hier, schlag mal einen verrückten Plan vor. Und beste Freunde werden. Mit ihm musst du auch noch beste Freunde werden. Genau, dann kann ich das nämlich abhaken in meiner Liste von Punkten. Gibt zwar nur einen halben Punkt, aber das ist nicht schlimm. Wann wird eigentlich Ayla älter? Wann wird Ayla älter? Ich glaube, das sehe ich nur. Ja, schade. Ja, oh, stimmt. Ich weiß immer noch nicht, soll ich jetzt mit ihr hier irgendwie studieren gehen oder nicht? Was ist los, Bu? Wo bist du denn? Da ist er. Was möchtest du? Was möchtest du? Hier, gib dem Bu deinen Teller, dann kann er den abschlecken. Dann ist er vielleicht glücklich. Oh, jetzt geht er. Okay. Schwarm in der Nähe. Okay. Warum ist denn da deswegen traurig? Oh, Luna und Kyle sind beste Freunde geworden. Sehr schön. Und jetzt das gleiche nochmal mit Luca. Ihr müsst auch beste Freunde werden. Und? Ja, sehr schön. Und jetzt könnt ihr hier noch für Kommen danken. Und hier war doch, frag mal nach seinem Lieblingsautor. Und redet mal ein bisschen weiter. Gehe ich mal wieder hier oben hin. In unseren berühmten Raum. Geh mal hier hin. Hier plaudern, genau. Oh nee, jetzt rennen die alle mit hoch, ne? Oder? Rennt ihr jetzt alle mit hoch? Ach komm. Geh schon mal hoch plaudern. Hallo. Die Party ist abgeschlossen und wir haben Gold erhalten. Und leider ist mir das halt mit Luca null gelungen. Aber ich finde, die Party war gelungen. Ich habe sehr wenig mit den Jungs gesprochen. Schade, wirklich sehr, sehr schade. Warum verschwinden die einfach so? Das war jetzt ein bisschen gruselig, ne? Na gut, wir werden dann hier aufräumen und den Kuchen räume ich für dich auf. So, bitteschön. Und ich glaube, sie muss auf Toilette, ne? Ja, genau. So, sie hat Belohnung. Wo ist das? Im Haushaltsinventar. Ach, hier sind aber noch Jungs. Hallo! Oh, wo ist denn los? Okay. Aber sie muss kurz auf Toilette, dann werde ich sie hier auf Toilette schicken und auch einmal ganz kurz baden, denn kurzes Bad. Ich habe einen kleinen Plan. Also ich möchte diese Folge ein bisschen gemütlicher abschließen. Nicht so da irgendwie, ne? Hat sie alles aufgeräumt? Ja, sie hat alles aufgeräumt. Sehr schön. So ist das gut. Es war zwar jetzt nicht mein Plan, aber der Steven ist immer noch hier. Der ist einfach nicht nach Hause gegangen. Dann kann er einfach jetzt mit in der heißen Quelle relaxen. Geht das? Hier könnt ihr hier plaudern, genau. Geht mal hier hin. Und dann könnt ihr doch zusammen hier rein oder nicht? Geht das nicht? Muss er das aus freien Stücken tun? Kannst du ihm nicht einfach mal sagen, hier komm, wir relaxen noch ein bisschen hier drin und dann kannst du heim? Scheinbar nicht. Schade. Ist das jetzt überdacht? Ja, die heiße Quelle ist überdacht. Da können wir rein. So, und jetzt?
Nee, sie kann nur alleine da rein, er kann nicht mit, beziehungsweise er könnte mit, aber er muss das dann von sich aus tun. Hallo? Er sitzt dann lieber dort auf dem Stuhl und okay. Ja, warum nicht? Wo gehst du hin, süße Maus? Da in die Ecke, okay. Ah, das ist doch gemütlich hier. Ne? Bei Regen, draußen. Und dann ein bisschen in der heißen Quelle baden. Sehr schön. Okay, sie hat aber auch keine Lust mehr. Sie möchte jetzt Ball spielen. Na gut, meine Lieben, dann lasse ich sie einfach Ball spielen und ich verabschiede mich hier von euch. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss und ciao, ciao.